Bei einem russischen Angriff in der Nacht zum Freitag auf eine Fabrik in der nordukrainischen Stadt Sumy sind nach Angaben der ukrainischen Behörden 2 Frauen getötet und mindestens 11 weitere Menschen verletzt worden. Außerdem habe die Fabrik erheblichen Schaden genommen. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft stellte die Fabrik Verpackungen für Babynahrung, Säfte und Haushaltsprodukte her. Der regionalen Staatsanwaltschaft zufolge starb eine verletzte Person im Krankenhaus, eine weitere sei tot aus den Trümmern geborgen worden. Diese Bilder des ukrainischen Katastrophenschutzes sollen die Löscharbeiten zeigen. Zunächst konnten Ort und Datum der Aufnahmen nicht unabhängig bestätigt werden. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zuletzt nicht. Die nördliche Region Sumy grenzt an die russische Region Kursk, in der die Ukraine seit dem 6. August einen größeren grenzüberschreitenden Vorstoß unternimmt, während Moskaus Truppen auf das strategische Zentrum Pokrovsk in der Ostukraine vorrücken. Russland bestreitet, absichtlich Zivilisten ins Visier zu nehmen. In Kursk sollen diese Aufnahmen entstanden sein. Das vom ukrainischen Militär veröffentlichte Video zeige den Abwurf einer Granate auf eine von den russischen Streitkräften gehaltene Stellung in der Region. Der Ort der Aufnahme ließ sich bestätigen, das Datum aber nicht. Ukrainische Streitkräfte waren Anfang August in einer Überraschungsoffensive auf die russische Westgrenze in die Region Kursk vorgedrungen. Kiew gibt an, das Ziel sei der Schutz von Siedlungen auf ukrainischem Boden. Am Freitag gab Kiew an, seine Truppen seien weiter in die russische Region Kursk vorgedrungen. Diese hätten innerhalb von 24 Stunden 2 Kilometer vorrücken können.